Er nimmt Rex Pisa actually mit. Muss man hier kurz in den Bericht schauen. Okay. In der Theorie bin ich hiermit immer fein. Rex Pisa maybe für die beiden Wassertypes und Eissplitter auf Austausch. Maybe, ja. Aber Austausch kann halt auch Eissplitter, ne? Kriegt er halt seinen Sash auch kaputt. Was halt auch nervig für Rex Pisa ist. Okay, da kommt der Rex Pisa Lead. Okay. Will maybe mein Sash anbrechen. Würde ich sehen. Die Frage ist jetzt halt 50-50, ne? Geht er für Ice Shard, um meinen Sash anzubrechen? Wenn ich dann für Hausbruch gehen würde, hätte er verloren. Also Real Talk, er hätte verloren. Wenn ich jetzt für Hausbruch gehen würde. Ist auch so schneller als Choice Cuffs Kikli, ist die Frage. Ich gehe für Felshof. Oh, krass. Was? Ach du Scheiße. Ich sag legit aus, als hätte hier zwei Pokémon gekillt. Ich glaube, das wäre GG gewesen, maybe. Ich glaube, das wäre maybe GG gewesen. Junge. Ah ja, Cam nach oben links. True, I'm sorry, ich bin die ganze Zeit über den Moves, ne? Die ist noch von Unitor, ja? Also legit. Also ich kann nichts machen. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dagegen tun. Ich habe alles versucht, ich kann nichts dagegen machen. Ich hab's doch versucht. Aber das scheint GG zu sein, I guess. So dumm, holy shit. So dumm. Na gut. Na gut. So dumm. Okay, gehen wir für Eisstrahl, was ein Tweet ist. Aurora-Schleier. Oh, er hat die ganze Zeit sogar noch Aurora-Schleier mit dem Setbild. Wie wählt er jetzt zum ersten Mal? Wäre da der Felshof gekommen, der wäre halt dead gewesen. Dann wäre Kikli maybe reingekommen. Der wäre danach dann halt auch gestorben. Der wird mich maybe runter auf den Sash schauen. Dann würde wahrscheinlich nicht, also würde nicht wahrscheinlich, dann würde ja, kann ich es noch irgendwo irgendwie, na, kann ich halt nicht. Ist halt legit unmöglich. Wobei, ich meine, wir können es versuchen. Nee, der nächste Turm wird heute auf gar keinen Fall kommen. Nee. Nee. So, er geht für Giga Drain. Der misst sogar. Stimmt ja, ich habe ja Schneemantel. Okay, so. Dann gehen wir hierfür. Der hittet natürlich. Okay. Ha. Huh. Jetzt kommt Rotom rein, das ist klar. Okay, also ich sag's halt, wie es ist. Mit Choice Scarf Arctos. Ich glaube, ich hätte das gewonnen ab dem Zeitpunkt. Aber ich bin mir nicht sicher. Hätte danach maybe aber auch Rotom alles klären können? Maybe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es auch nie herausfinden. Let's go! Überstrahl. In sein Gesicht. Boom. Damals als... Müssen wir schauen. Okay, es killt halt nicht, ne? Killt Rotom Arctos. Ja. Ich weiß es nicht. Aber das war natürlich ungünstig. Das war natürlich sehr, sehr ungünstig. Ja, Ginzo schreit sogar selber. Wenn Misplays belohnt werden, fühlt sich gut an. Naja, wahrscheinlich, es war halt diese 50-50. Das war die erste 50-50, die ich gewonnen hätte. Und dann gönnt das Spiel nicht. Na gut, machen wir weiter. Damit ist Ginzo tatsächlich der Erste, der es schafft, bis zum Zweiten der Top 4 zu kommen. Mal schauen. Ab jetzt kennen wir hier noch gar nichts. Ich weiß legit über, ich habe keinen Plan, was meine Pokémon können. Ich soll gleich mal kurz reinschauen. Aber das ist das erste Mal, dass wir Bruno sehen werden. Womit geht Ginzo rein? Mit Kikli, Simsala und Milotic. Alright. Wird wahrscheinlich mit Simsala leaden, I guess. Würde ich auf jeden Fall sehen. Schauen wir mal. Hallo Seidi, was geht?
Okay, leadet tatsächlich mit Milotic. Okay. Habe ich nicht mehr gesehen, aber kann ich natürlich machen. Let's go. Wie viel macht der? Über 50%. Jetzt ist halt die Frage, ob er mich burnt oder nicht. Wenn er mich nicht burnt, ist alles easy. Okay. Okay. Er hat keinen wirklichen Switch-in. Okay, er hat Protect im Set. True. Er hat Protect im Set. Der Mist natürlich. Die Frage ist, er wird wahrscheinlich für den Double Protect gehen. Ist halt sein Play, actually. Also sein Play ist es, für den Double Protect zu gehen. Wenn er den bekommt, kann ich halt auch nichts ändern. So, let's go. Aber es ist basically sein Play. Außer er will sich... Oh, wir müssen die Cam hier oben auch spiegeln, ne? Merke ich gerade. Außer er möchte, sich den eventuell vielleicht sogar noch aufsparen. Oder überlegt er, ob ich mir den vielleicht sogar noch aufsparen möchte. Kann natürlich auch sein. Wäre ja auch nicht verkehrt. Und er geht für den Double Protect. Der Mist. Und der Turmkick Mist. Ich kann einfach nichts dagegen tun. Ich kann es nicht ändern. Legit. Ich kann es nicht ändern. Also wirklich. Ich kann es nicht. Also wirklich. Ich sag legit auch ab dem Zeitpunkt wieder. Also das Match wäre wahrscheinlich over gewesen. Ich bin ChoiceCraft Kikli. Ich wäre entweder im Speedtime mit dem anderen Kikli gewesen, hätte Simsala outspeedet und Kikli hätte natürlich nicht gegen Machomai gewonnen. Und ich sag, ab dem Zeitpunkt wäre wieder over gewesen. Das gibt es nicht. Das gibt es legit nicht. Das ist unmöglich. Das ist unfucking möglich. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es legit nicht ändern. Man. So, Razov kriegt einen Kill. Woo. Ich meine, ich freue mich, dass Ginzo so weit kommt und für mich geht es um gar nichts. Aber ich bin trotzdem tiltet, weil... Mann! Das RNG will auch einen anderen Turm sehen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube legit auch. Aber Ginzo hat echt, also ich glaube, der hat echt gute Karma-Punkte gesammelt. Ein Sheep will Unite sehen. Ich glaube, Ginzo hat gute Karma-Punkte gesammelt. Kann man nichts gegen sagen. Alright, was sehen wir als nächstes? Ich glaube, er kalt gerade nach, ob Turmkick von Kikli killt. Okay. Und er geht raus in Simsala. Ja. Kann ja nichts dran ändern, ne? Da kommt Psyshock, der wird wahrscheinlich killen. Yep. Der killt. Und damit ist es wieder ein GG. Es ist ein GG. Ich kann auch nichts dafür. Könnt ihr für Bullet Punch gehen? Macht ihr gar nichts, Alter. Psyshock leben wir maybe noch? Ja, aber ich sag's mal jetzt. Also gar kein Auge auf Ginzo oder so. Aber Ginzo hätte gerade zweimal hintereinander sehr wahrscheinlich verloren. Aber RNG war komplett auf seiner Seite. Also, komplett. Na gut, nächste Runde. Auf geht's. Als nächstes kommt Agathe. Okay, so. Er hat dabei Relaxo, Simsala und Rotom. Etwa damit habe ich auch schon gerechnet. Okay, da kommt Rotom im Lead. Er geht hier für Trick, aber wir haben Klebekörper. Wir haben tatsächlich Klebekörper. Und damit sind wir tatsächlich in einer richtig, richtig guten Position. Junge, Klebekörper, Slybok, du bist es! Du bist es! Okay. Damit sind wir actually in einer ziemlich nice Position. Und können hier Safe-Steuerungsziel drücken. Da hat jemand nicht mit Klebekörper, Slybok gerechnet. Denn der existiert tatsächlich. Der existiert tatsächlich. Und dadurch, dass er Psyshock auf seinem Simsala hat, sind wir in einer richtig guten Position gerade. Er ist gelockt auf Trick, kann nichts dagegen tun, muss hier rauswechseln, geht hier raus in Simsala. Das ist klar. Das ist klar, hier kommt der Steigerungshieb, macht seinen potenziellen Sash kaputt. Okay, okay. Und wir müssen hierfür gehen. Geht für Psyshock, wir sind auf plus 2 Death. Jetzt kommt der Crit. Okay, es kommt kein Crit. Den tanken wir relativ gut. Da kommt Gegenstoß. Bada boom, bada bang. Den lebt Simsala nicht mehr. Damit ist Simsala down.
Sage es killt. Killt Rotom ist jetzt die Frage. Mit T-Bolt. Killt er den? That's the question. Da kommt wieder Rotom rein. Da kommt wieder Rotom rein. Ja, 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 ja. Okay. Ja, wir müssen hierfür gehen. Das macht mehr Schaden. Da kommt T-Bolt. Den lebt es leider noch nicht. Ich muss wahrscheinlich in Gengar rausgehen, I guess. Ich kann aber auch raus in Smogmog gehen, glaube ich. Aber Gengar ist klüger. Gengar ist auf jeden Fall klüger. Gengar ist auf jeden Fall klüger. Die Frage ist, hebt er sich Rotom auf? Wahrscheinlich. Ich double hier jetzt raus, weil ich denke, dass er sich Rotom aufsparen wird. Weil Rotom würde hier sonst einfach dein. Und er greift einfach an. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es legit nicht. Also wirklich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also jetzt kurz Real Talk. Wie soll er das bitte predicted haben? Legit? Ich verstehe es nicht. Also das sind jetzt selbst ich ein bisschen sus. Weil er hätte den verloren und dann, also den Fight hätte er unmöglich gewonnen. Unmöglich. Hätte er den Fight gewonnen, wenn er jetzt hier Rotom einfach an Gengar weggeworfen hätte. Unmöglich hätte er den Fight gewonnen. Wirklich unmöglich. Aber gut, wir gehen für Matschbombe. Die killt ihn nicht, er ist vergiftet. Die Frage ist, er hat Pferdestärke auf Dings. Ja, also ist ein bisschen merkwürdig. Und ab dem Zeitpunkt hätten wir Irrlicht, Smogmog gehabt. Mit Schwebe. Und er hätte halt verloren. Er hätte halt verloren. Crazy. Na gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. Auf geht's in die nächste Runde. Wir ziehen es jetzt durch. Vielleicht hat er das ja auch predicted und ich habe overpredicted. Das kann ja natürlich auch sein. Aber gut, wir machen weiter mit Siegfried. Wir ziehen es jetzt durch. Auf geht's, ab geht's. Rein in die nächste Runde. Wir sehen Kikli, Rexbizarr und Rotom Heat. Ich möchte actually hiermit leaden. Ist auf jeden Fall nicht im Chat angemeldet. Ja. Ich glaub's auch eigentlich nicht. Aber da frage ich mich halt trotzdem, warum er das gemacht hat. Weil er hätte halt legit einfach verloren. Aber gut. Da kommt Rex wie sein Elite. Das war klar. Das war klar. Und wir liegen mit Gyarados. So. Wir gehen hierfür. Die hittet. Nice. Geht für Blizzard. Passt. Ein bisschen Hageschaden, ist in Ordnung. Okay, er wechselt raus. Er geht wahrscheinlich raus in Kikli. Ja, er geht raus in Kikli. Hat er den Warschaden? Ne, eigentlich hat er den Warschaden noch nicht gesehen. Yo! War es ein Crit? Ja, es war ein Crit. Die Sache ist die. Bin ich schneller als Kikli? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich würde mir Gyarados eigentlich, glaube ich, sogar ganz gerne aufsparen. Er hat trotzdem Heat mit. Geht wahrscheinlich für die Steinkante. Aber wenn er Rotom Heat mit hat, kann auch Dragoran hier auch eigentlich Extreme Speed drücken und dann haben wir gewonnen in der Theorie. Dann kommt halt irgendwo noch Zapdos rein. Was habe ich auf Zapdos? Antikraft. Ja. Ich sage, wir drücken hier nochmal Steinkante. Oh, er misst seine Steinkante und ich miss meine Steinkante. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Er misst wieder seine Steinkante und ich treffe meine Steinkante. Okay. Er hat die Brille ausgezogen. In der Theorie müsste jetzt, glaube ich, Rex wieder reinkommen und Eisschad drücken. Ich weiß nicht, ob Gyarados das maybe noch tanken kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann einfach Extreme Speed drücken, bis ich gewonnen habe. Bin ich ehrlich zu euch. Ich glaube, das ist GG. Also ich wüsste nicht mehr, wie Rotom Heat an Zapdos und Dragoran vorbeikommen soll. Das Einzige, was er jetzt machen muss, ist, er muss in den rausgehen, auf meinen Steinkantenmiss hoffen und für Aurora-Schleier gehen. Aber er geht für Eissplitter. Und damit ist es Game Over. Ich glaube, das ist Game Over.
Ich glaube, hier hätte Aura-Schleier kommen müssen. Weil wir gehen für Extreme Speed. Er kann für Eisschlag gehen, bringt ihn natürlich nichts. Wir sind schneller. Wir haben sowieso die Yacht Berry, das heißt, wir werden ihn leben. Damit geht er down. So schreibe ich an, kannst du mir bitte erklären, was hier gerade passiert, bitte? Also die Sache ist, selbst wenn Kikli die Steinkante getroffen hätte, hätte ich natürlich jetzt trotzdem Extreme Speed durchdrücken können. Wie für Wutanfall. Hätte ich es ja trotzdem durchdrücken können. Wie viel macht T-Bolt? Ja, macht ja gar nichts. Wir haben Multischippe, klar. Wutanfall kommt und ich glaube, das ist GG. Ich glaube, es sollte GG sein. Also selbst wenn er mich jetzt crittet und Zapdos crittet, lebt Zapdos trotzdem ein. Ich glaube, sogar Dragoran lebt den noch. Ja. Außer er hätte mich halt gecrittet. Und geparat und alles und das ist GG. Trotzdem dicker Kuss geht raus an Ginzo. Ganz dicker Kuss. Trotzdem strong. Und er scheitert leider an Siegfried. Na gut, aber trotzdem 14 RGP. Sehr, sehr, sehr wild, Ginzo. Du kannst mir natürlich schreiben, ob du dir irgendwas kaufen möchtest. Oder ob du sparen möchtest. Eieieiei. Aber ich hoffe natürlich auch, dass du bei den kommenden Türmen sehr, sehr gerne wieder dabei bist. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Waren trotzdem sehr wilde Matches. Kann man nichts gegen sagen.